Alina Reh. Die ist eine Kämpferin. Sie setzt einfach alles um, um wirklich ein Ziel zu erreichen. Also sie macht da keine Kompromisse, sie ist da wirklich knallhart. Schließlich hat sie ein großes Ziel, Olympia. Da ist eigentlich, man muss es knallhart sagen, Kompromisslosigkeit vorausgesetzt. Diese Fähigkeit ist für die fünffache deutsche Meisterin in diesem Jahr besonders hilfreich. 2020 beginnt direkt mit einem Trainerwechsel. Ex-Coach Jürgen Austin-Kerl hatte aus privaten Gründen keine Zeit mehr für die 23-Jährige. Deswegen übernimmt der Langstrecken-Bundestrainer der Männer, André Höhne. Ich kann André schon sehr lange auch von Jugendwettkämpfen. Und er hat mich letztes Jahr dann vor der WM in Doha betreut und auch während der WM und war auch überzeugt von seinem Trainingskonzept. Und deswegen habe ich ihn gefragt, ob er sich die Arbeit mit mir vorstellen könnte. Und bin natürlich froh, dass er Ja gesagt hat. Gemeinsam mit dem ehemaligen Geher aus Berlin möchte die aus Laichingen stammende Athletin durchstarten. Trotz der über 600 Kilometer Entfernung startet für das Gespann die Mission Olympia. Vor dem geplanten Ferntraining gibt's Teambuilding-Trainingslager im Allgäu und in Südafrika. Die erste Situation war gewesen, dass ich einen Jahresplan aufgestellt hatte, wo wir wirklich dann analysiert haben, pass auf, Alina, nur so kommst du letztendlich zum Erfolg. Und es hat mir natürlich sehr, sehr viel geholfen. Da haben wir dann im Training einfach viel Zeit miteinander verbracht und ich habe die neuen Trainingsreize kennengelernt. Doch bevor die beiden sich noch besser kennenlernen können, der Schock. Die Corona-Pandemie ändert alles. Die Olympischen Spiele um ein Jahr verschoben. Ja, klar, hat alles ein bisschen über den Haufen geworfen. Eigentlich wären wir jetzt in der kompletten Wettkampfsaison. Also hieß es dann für uns, dass wir dann in einer separaten Betreuung dann natürlich irgendwo was gewährleisten müssen, dass er gesundheitlich doch aus der Krise rauskommt. Die Lösung? Der Olympia-Masterplan 2020 findet für die Süddeutsche trotzdem statt, allerdings zu Hause. Coach und Schützling sind im ständigen Austausch zur Leistungsanalyse. Ergänzt wird das Konzept mit Trainingslagern wie zum Beispiel in Kienbaum, inklusive Wettkämpfe. Allein gegen die Uhr. Zuletzt lief Alina die 5000 Meter in 15 Minuten und 18 Sekunden. Eine echte Topzeit. Momentan funktioniert es wirklich sehr gut. Was natürlich wichtig ist, dass so eine Athletin halt wirklich Vertrauen haben muss dann in so einer Situation. Und ich glaube, da funktioniert die Chemie gerade zwischen uns beiden. Diese Chemie stimmt auch in ihrer neuen Berliner Trainingsgruppe. Die Läuferin vom SSV Ulm ist bestens integriert. Zusammen mit den anderen kämpft sie sich durch Corona für die gemeinsamen Träume. Ich träume halt auch schon lange von Olympia. Und dieses Jahr hätte ich mir den Traum gern erfüllt, aber ja, verschoben ist ja nicht aufgehoben. Und wenn ich an der Startlinie stehe, dann will ich 100% geben. Und ich möchte mir am Schluss hinter der Ziellinie nichts vorwerfen können. Kompromisslos, zielstrebig, krisensicher. Alina Reh ist gemeinsam mit André Höhne back on track für den nun noch längeren Weg nach Tokio.